auf meinem Fernseher sogar, das muss man mal sagen. Das ist einfach geil. Ja, doch. Der Fernseher hat sich schon gefreut, dass doch meine Konsole angesteckt wird. Alter, die Stimme geht ja gar nicht. Oh. Das geht ja so gar nicht. Okay, dass es nicht so ein schöner Kontrast ist, dafür entschuldige ich mich. Ja. Also, das muss man wirklich sagen. Also, was mir sofort aufgefallen ist, ist der Kontrast. Das war das Erste, was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, der Kontrast, wirklich, nee. Ihr macht euch jetzt mal emotional darauf bereit, dass euer Leben, dass euer Mind geopend wird, dass ihr gleich bereichert werdet mit einem der großartigsten und epischsten Dinge, die ihr jemals gesehen habt. Denn jetzt, als nächstes, kommt der erste Niklas-Film-Trailer. Mist. Hast du gerade die Seite geschlossen? Du und das war's dann wieder mit dieser Reaction. Pixel zählen? Ja, ich habe 3 gezählt. Ja, brauchst du nicht in den dreistelligen Bereich gehen auf jeden Fall. Ich kann mit einer Hand abzählen. Ich finde auch immer diese Schwarzblenden. Dramatische Musik. Das ist keinesfalls dein eigenes doch, Gameplay. Doch, tatsächlich. Wow. Das hier nicht. Das ist der Trailer für Wreckfest. Weil die Musik ist auch aus dem Trailer für Wreckfest, klar. Immer zeigst du in deine Quellen. Quasi Literaturverzeichnis. Ich habe nie Starbound gespielt. Das ist immer mein eigenes. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, Need for Speed aufzunehmen. Das frage ich mich ja auch. Why? Fucking why? Das Ende von dem Trailer stimmt! Oh. Pass auf! Als ob ich das gemacht hätte, weißt? Als ob ich das gemacht Weißt du, als ob ich das gemacht hätte? Let's Plays, Let's Tests, Reviews, Lego-Videos mit IE, Filmszenen und vieles mehr. Mit Lord Sandwich, mit Tobi-Wan Kenobi und mit Friends Sound 24. Wow. Mal ganz kurz. Friends Sound 24. Okay, jetzt kommt ein Video über ein schlechtes Browser-Game, weil ich dachte, vielleicht ist das mein Alleinstellungsmerkmal. Videos über schlechte Browser-Games, da ging es dann langsam in die Richtung, dass ich so war, maybe bin ich so ein YouTuber, der sich gern aufregt, maybe ist es sowas. I mean. Also, du warst anders dran. Ey, ich bin ruhig! Guck dir das an! Was? Was? Ich erkenne es nicht, es ist zu klein. Ich sehe schon fast was. Ja, es ist halt langweilig, es ist halt scheiße. Ich spiele halt ein scheiß Game. Ja? Konnte ich mal rangezoomt einfach. Das ist 33 Minuten lang. Ja, ist es. 33! Da ist es, das zweiterfolgreichste Video auf diesem Kanal. Es hatte Millionen Aufrufe. Sind es so viele? Nee, ich glaube nicht. Eine halbe. Da. 238.000, das ist ja nichts. Nur? 238.000 Aufrufe? Ja, ich dachte aber trotzdem. Nee, das war nur das eine. Achso, trotzdem, fucking insane. Selber geliked einfach. Na klar. Das nächste Video ist das beste Let's Play, was ich jemals gemacht habe. Wir geben uns das erstmal 30 Sekunden lang. Du weißt es, glaube ich, was das ist. Vielleicht. Du wirst es, glaube ich, wieder erkennen und danach reden wir. Ich weiß, was es ist, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Adventure Capitalist. Yeah. Ich bin hier voll der Porn im Spiel. Ich habe noch keine Engel. Mir geht das voll auf den Sack. Ich bin übelst schlecht in dem Spiel. Weil ich krieg da hier eigentlich gar nicht hin. Ja. Wie er es wirklich überhaupt nimmt. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Was das? Die andere Stimme, die ihr gehört habt, war meine Ex-Freundin, meine damalige Freundin zu der Zeit. Anna. War das dein Debüt? Was? War das dein Debüt? War das erste Video mit dir? Oder ja. Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ei. Wow. Ernsthaft jetzt? Ja. Und du hast doch gar nicht fassen können, ne? Du fandest es auch insane lustig damals. Wie fühlst du dich? Mein Anwalt hat mir geraten, keinen Kommentar dazu abzugeben. Nach 7,5 Jahren.
Wie viel ist das? Das ist nur 7,5 Jahre gewesen? 2016, Anfang 2016. Es geht auf die. Es geht auf die 8 Jahre zu. Naja, ich habe mich ja direkt mit meinem jetzigen Freund eigentlich dann zusammengetan, nachdem ich mich von ihm getrennt habe. Stimmt. Jetzt kommt nämlich hier, ne? Jetzt hören wir mal, wie es war, ne? Diese Geschichte habe ich auch gehört. Sprich diese Geschichte der Wahrheit. Ja! Let's Play Adventure Capitalist 01 Überlänge. 26 Sekunden. Übelster Joke. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Chill. Okay. Ciao. Okay. Das ist auch gut. Fängt erstmal an mit einer Clash of Clans Werbung und ist dann hochkant. Ah. Zu Let's Play Autobahn Derby. Der fehlt. Den haben wir. Den und den auch. Ja, ist das quasi Subway Surfer? Ja. Nein. Das Ziel ist, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Ah. Aber ich meine, vom Prinzip her, dass du drei Spuren hast. Ja, klar. Also, du hast auch 6, du kannst auf die andere Seite auch wechseln. Ach, lol. Warum hängt's so hart, Alter? Wer gibt sich das? Ich weiß. Also sorry, da bin ich jetzt 15. Das ist ja krass. Also das kann man doch nicht denken, dass sich das irgendjemand gibt. 30 Sekunden Folgen, hä? Wie war das denn? 17 Minuten. Ich habe 2 Folgen davon. Holztransporter, ich werde gleich draufgehen, doch bringe der Fortschritt der Missionen etwas voran. Was? Zu viel sind mir die offenen dann irgendwann werden. Naja, nee. Was ist denn immer dieses Akzentgequatsche, was ich da mache? Ich weiß es nicht. Hopp! Du hast es gespürt. Ja. Aber Kommentar. Und seid ihr leider ein bisschen verzweifelt. Ein bisschen? Boah, die Auto... Boah! Oh, das ist ja übel! Augenkrebs! Fuck! Du skippst immer wieder und wir sind bei 3 Minuten. Das kannst du dir nicht geben. Das ist insane. Und das ist ja 2016. Da habe ich ja schon 2 Jahre YouTube gemacht. Das ist insane. Du hast YouTube auf jeden Fall durchgespielt, würde ich sagen. Es gab wirklich so einen Punkt, wo ich so dachte... Das Mikrofon. Oh ja. Es gab wirklich so einen Punkt, wo ich dachte, warum... Also Connor, du machst das jetzt schon so eine ganze Weile... Irgendwie ist es ja schon ein bisschen schade, dass es irgendwie nicht mehr Aufrufe hat und habe mir schon überlegt, okay, woran könnte es liegen, wie könnte man das mehr promoten. Und dann, keine Ahnung, jetzt schauen wir uns halt sozusagen die ersten Videos an und denken wir so, okay. Sag nichts Falsches jetzt. Sag jetzt nichts Falsches. Das hat vielleicht seine Gründe. Oh, zerstört. Weißt du, wer hätte das gedacht, jetzt, wo ich Arbeit in die Dinger reinstecke, wo das ein Konzept hat und ein bisschen Geld reinfließt und Zeit, wo nicht jede Woche Müll rauskommt, sondern alle zwei Monate was Gutes. Gut. Und jetzt werden die plötzlich geklickt. Jetzt hat plötzlich das YouTube-Flohmarkt-Ding 200 Aufrufe. Wer hätte das gedacht, dass sich die Leute... Wenn du Arbeit da reinsteckst, dass die sich das geben. Weißt du, dass die sich das auch mal angucken. Es ist insane. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht erfolgreich werde. Ich habe es nicht verstanden. Und wir sind jetzt schon in der Zeit, ich habe glaube ich 1 dann mit angepinnt, aber in dieser Zeitraum macht dein Bruder schon viel Content für mich. Boom Beach und sowas. Weil ich keinen Bock hatte. Warum? Das ist wirklich krass. Kommentar. Es tut weh. Ja, hast wirklich keinen Bock eigentlich. Lord Sandwich? Ja, das war immer so, hey, ich muss dich irgendwie eintragen. Hast du einen Gamertag? Und Leute so, nein, obviously nicht. Ja, es gab eine Zeit, wo ich sowas geschnitten habe, also dann aus verschiedenen Perspektiven und so. Das habe ich aber, glaube ich, nie wirklich hochgeladen. Das ist einfach nur, das ist kein Let's Play. Das Rennen ist schon passiert. Das ist die Wiederholung. Ah. Aus der Cockpit-Perspektive. Ja, und das war's. Wer gibt sich das, Mann? Warte mal, da gab es aber noch ein schlimmeres. Oh, es ist wild, ey. Aber du hattest viele 100% Bewertungen, muss ich schon sagen. Ja, weil ich einen Daumen hoch gegeben habe. Mhm. Wichtig. Wer gibt sich das? Hashtag episch. Mit dem Angry Birds Space Soundtrack. Passiert jetzt erstmal nichts, bis sie wiederkommt? Obviously. Das ist der einzige Kameraengel. Nee, da kommt bestimmt ein Cut. Also da muss ja ein Cut kommen. Also, okay. da muss ja einer kommen. Ach du Kacke. Wir haben fast ein Drittel geschafft.
Sag mal, wie viele Videos sollen da aus, dann werden eigentlich? 3 1-Stunden Videos? Ja, ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Ja. Das wird irgendwie so. Das ist ein Problem für Zukunftsniklas. Ja. Das ist mein TikTok, by the way. Die Ninja Turtles schreien. Das ist mein TikTok. Thank God, bist du wieder da. Bei mir ist so eine Storytime von der Friseurin mit so einem bescheuerten Dingsbums nebenan. Oh, ja. Das ist einfach. Das ist Minecraft auf dem Tablet. Pocket Edition. Scheiße. Let's Play. Ist das die Aufnahme, die so lecker ist? Ja. Oder ist das Gameplay? Nee, dann hätte ich mir das nicht gegeben. Ich spiele jetzt noch. Irgendwann einen der besten Spieler werden. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, hört ihr das? Mein Finger, wie er über das Tablet streicht. Ah, ja, weil du so. Na, weil du so eine raue. Weil du so eine raue Folie hattest. Hallo. Leder. Bald haben wir eine Rüstung. Oh, das ist ja richtig. Ich weiß, dass ich diese Folie gehasst habe damals auf deinem Tablet. Die war grauenvoll. Es ist 30 Minuten lang, die Folge. Das ist eine von 10 oder sowas. Ich habe da noch eine angepinnt, einfach weil die mein Highlight ist. Also kannst du schon mal weitermachen, dann passiert eh nichts mehr. Das ist ja wirklich einfach nur so ein, ja komm, wir gucken mal rein, weil was... Also was soll ich hier auch zu sagen? Jetzt ja, es ist halt eine Minecraft-Folge auf einem fucking Tablet. Ja, von einem 15-Jährigen, der einfach... Mit einer grauenvollen Folie. Der hat so viel Selbstbewusstsein gefressen irgendwie. Weiß auch nicht, was mit dem ist. Schade. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis das bald. Das hat gesagt. Was war das gerade? Was war das gerade? Was war das gerade? Was war das? Was war das für ein Schnurrbart? Ich habe eine Theorie. Nein, es gab einen Mii-Creator auf dem Handy, wo du ein Nintendo Mies erstellen konntest. Ich glaube, das war das Maybe. Dieser Hintergrund sieht so ein bisschen so aus. Was ist das? Aber der Song. Ja. Von dir. Der war überall, dieser Song. Du hast ihn geliebt. Ich? Ja. Ja, ja. Ja, es war... Ey, der war überall. Wenn ich ein Lied mag, leiden alle drumherum. Oh. Das ist richtig übel. Das war das Endscreen von Gronkh's Just Cause. Ja, ganz genau. Ja, es ist halt wieder... PowerPoint, let's go. Was zur Hölle? Was? Warte. Was ist diese PowerPoint-Präsentation? Was war denn das? Ich glaube, ganz ehrlich, meine Vermutung, das ist ein Screenshot von deiner Mutter für irgendein Kindergartenprojekt, was in irgendeinen Bilderordner von dir reingehauen ist. Nein, Sandkasten heißt ohne Geld. Du kannst alles platzieren, was du willst. Ja. Das gehört schon dahin. Sandkastenmodus gibt's. Wie kam es dazu, dass ich diesen Text auf dieses Bild gehauen habe? Ich weiß es nicht. Warte, da kommt am Ende bestimmt auch nochmal eins. Ja, ja. Jetzt bin ich enttäuscht. Oh. Das musst du doch in Paint selber gemalt haben. Oh, das grüne Teil, was man kaum sieht. Oh mein Gott. Teilen. Ich kann nicht. Erstens, diese scheiß queere Propaganda. Was ist der Hai? Ich hab gar nichts gemacht. Der Flieger, der mich gleich umbringt? Das ist 2016. Ist das? Was? Also jetzt. Also dem Jahr, wo du zu uns gekommen bist. Also, wer, also, ey, im Ernst, aber also imagine, irgendjemand sieht das. Also, irgendjemand guckt, gibt sich dieses Video und kommt dann da drauf. Was, also, dieser Hai, fucking hell. Also, das musst du auch als 15-Jähriger verstehen, dass das nicht geht. Es sieht aus wie eine Socke, finde ich. Ja. Wie so eine Sockenpuppe, weißt du? Wow. Ja. Das müsste, Gelaber über Dinge, das müsste dein Bruder sein. Endlich geht es weiter. Ich Let's Play. Wenn der Titelbildschirm damit. Ja, aber damit es nicht auffällt oder so, musste er ja mit meinem Account spielen. Boom Beach war fucking insane. Ja. Ach ja, es hat zwar nicht deine Stimme, aber trotzdem muss er deine Content. Der hat anderthalb Jahre oder so mein Content. Also, nee, das nicht, aber der hat lange Content für mich gemacht. Und viel. Du hast das geschnitten oder nein, nicht? Nein. Er hat einfach bei dir hochgeladen. Ja, und ich habe, glaube ich, den Titel vergeben, sonst wären die Titel nicht so scheiße. Weil er hätte, glaube ich, nicht Gelaber über Dinge gesagt. Das ist so ein richtiger Niklas-Film-Titel einfach. Imagine, das wäre mit den Views hochgegangen. Du ja. Bist nicht, kommst nicht vor und die Views gehen nach oben. So ein Baby, ey. Ey, mein Bruder war da halt 12. Ja, er macht es auch besser als ich jemals, ja. Ne? Danke. Ich darf das sagen, du nicht. Ich hab sofort ja gesagt. Kein Zögern. Ich hab das Zeug ja auch nie gesichtet oder sowas. Nee. Ist ja nicht so, dass ich ein Henno bin, der sich sowas anguckt. Aber wir haben auch Geometry Dash bei dir hochgeladen, wenn ich das richtig sage. Ja, 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 ja.
Das ist easy, das ist alles normal, das ist dieses gelbe, ich weiß nicht mehr, was das ist. Das war knapp. Das andere hat halt auch im Vollbildbildschirm aufgenommen, deswegen sind es auch 60 FPS. Du hast dir das Video, hast du dir das Video wenn du angeschaut? FPS, denkst du, ich wusste zu der Zeit, der hat FPS Ahnung, der Junge, weißt du, wie alt er ist? Ja, ja, es hatten immer alle mehr Ahnung als ich. Das war heute noch so. Guck mal, er kommentiert hier seine eigene Replay. Ja. Er gibt uns das nicht in Realtime, sondern er kommentiert seine eigene Replay, was schon passiert ist, damit es nicht so langweilig ist. Hätte seinen eigenen YouTube-Kanal. Schreib dem mal, ob der meinen Kanal haben will. Er hat sich's verdient. Das muss ich auch ansehen. Ich mach das Video hier noch fertig, dann kriegt er den. Das ist in Ordnung. Hast du dir die Videos eigentlich angeschaut? Nein, gar nicht. Ich sehe das zum ersten Mal. Ja, da ist er sagen können, ja, und Niklas Film ist richtig scheiße. Oh ne, ich denke mal, das sollte es für diese Folge gewesen sein. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, euer Niklas Film. Oh, Baby! Das ist einfach ein Scam! Es ist einfach ein Scam! Das ist ja alles. Du so, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht, das bin ich nicht. Und dann so, euer Niklas Film. Das ist ja so ein Baby! Was ist dieses Bild? Ja, das ist der einzige Grund, warum ich das reingepackt habe. Vor allem, guck, wie klein das ist und es ist trotzdem eine schlechte Auflösung. Oh, es man sieht so, ja gar nichts. Oder, bist du da bin nicht ich da im Hintergrund? Der ist süß gewesen, der weil ich habe ihn ja zum zweiten Mal gesehen, da hat er ein bisschen genervt. Aber der war verstörend. Ja. Es war ein singender Vulkan. Ja. Nee, mach's weg. Es ist wundervoll. Es ist schon wieder 30 Minuten lang. Ich dachte, ich wäre der nächste Gronkh. Ja? Mit Minecraft Pocket Edition. Kohle. Ich weiß auch noch, es gab eine GTA San Andreas Folge, wo ich Gronkh empfohlen habe, wo ich gesagt habe, hier guckt euch mal Gronkh an und so, und der ist voll gut. Und dann meinte der Kumpel, mit dem ich aufgenommen habe, niemals andere YouTuber bewerben. Niemals andere YouTuber bewerben. Das Video hat recht viele Aufrufe, denn ich glaube, das ist so ein Mobile-Game. Ich glaube, dass sie das in ihrer Produktseite als Trailer genommen hatten oder sowas in der Art. Weil 650 Aufrufe, das passiert ja nicht einfach so. Ich glaube, dass die das irgendwie mit ihrem Video verknüpft haben. So, weiterspielen. Ich will jetzt da hochkommen. Ja, ich rufe gerne an. Hast du aufgelegt oder ich? Kann man sich jetzt nicht reiten? Weil ich kann gerade durch den Tod, das bin ich einfach so. Ich hab einfach aufgelegt und du so, yo, hast du gerade aufgelegt oder war ich das? Ich hab das Level, also ich bin um die Stäbchen rumgekommen, aber ich muss noch irgendwie hier so hochfahren. Das Commentary des Jahres. Ich will nur wissen, wer das ist. Svenny! Why? Wieso? Wieso telefoniere ich mit deinem Bruder, während ich ein schlechtes Handygame bewerte? Wow. Imagine, er nimmt gleichzeitig auch ein Niklas-Film-Video auf. Wahrscheinlich! Imagine! Du musst ihn einfach nochmal anrufen und dann sagen, oh, hier spiel ich gerade das und das Handygame. Lass mal zusammen aufnehmen. Ja. Let's go, Parking. Der erste Parking-Simulator, ich glaube 5 waren es insgesamt oder sowas. Das ist für Taktiker ein Riesending, dass ich mal Parking-Simulator-Displays habe. Niemand hat Parking-Simulator-Displays. Niemand hat Parking-Simulator je gespielt. Nein, Quatsch. Wie ich letztens schon erwähnt habe, ich liebe Parking-Simulator. Deswegen werde ich diesen jetzt mal zeigen. Okay, hier kann ich Gas geben. Ich war zurück. Okay, jetzt wird es schwierig. Zu machen. Ja, ach komm, nein, ich habe keinen Bock auf das Tutorial. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ein sehr liebes Spiel. Was machst du? Ich wollte jetzt mal cool sein. Du musst nur fucking geradeaus fahren. What are you doing? Okay, second try. Hast du gehört, wie ich gerade gesagt habe, ich wollte nur cool sein? Ja. Fehlgeschlagen. Komplett. Die letzten 23 Jahre. Vor meiner Geburt schon. Ich Sterne. Das ist oh, ich hab diese Folie so gehasst. Okay, ganz ehrlich, jetzt wo ich das so höre, das löst auch Sachen bei mir aus, dieses Geräusch. Oh. Ist okay. Oh. Wir meinen, das Test von diesem Trucker gesehen. Okay, das war doch ganz in Ordnung. Das hast du doch ganz okay. Dieser Sound! Ey, ich find's gut,
Wir beide hängen uns nur am Sound der Folie auf und die beiden sind voll invested, wie du ja, spielst. Ja, die sind voll drin einfach. Alter. Da laufen Menschen rum. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier Auto fahre. Scheiße. Full drauf. So, ist voll drauf. Full drauf, los. Nee, full drauf. Nein. Also wirst du mich auf fucking Fonskissen setzen? Oh. Ich sag doch, Parking Simulator sind die besten. Das waren deine Videos. Die waren spaßig. Die ersten, die spaßig waren bei dir. Das ging, als hättest du gefurzt. Wirklich. Boah, jetzt. 11 Sekunden. Boah. Ey! Oh. Okay, das reicht für mich. Ich hab jetzt endgültig genug. Ja, es kommen ja auch noch ein paar. Wach weg, Larry. Wirklich, ich bin komplett durch. Achso, höchstens das Ende noch. Das ist bestimmt wieder witzig. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Immerhin. Oh, sehr kurz angebunden. Sehr kurz angebunden, aber immerhin eine Abmod. Da ging's jetzt los mit. Ich hab eine Wärme. Mit dem Zusammenschnitt, hä? Der Fanmade-Trailer, ja. Es ist so schlecht. Aber hey, ich hab angefangen, so Sachen in die Richtung ja. zu machen. Ja. Immerhin. Also hast du nur einfach alle vier Trailers aneinandergereiht? Ich sag dir mal was, Junge. Naja, nicht der ja. Fahrer sucht das Auto aus. Das Auto sucht den Fahrer auch? Aus. Vielleicht das kommt ist eine mystische Editing Verbindung von mir? Zwischen Mann Gleich? Und Maschine. Oh! Oh! Als wär's im Trailer gewesen, ey. Oder? Als wär eine also, Szene aus Shit. Mit dem Putin-Logo noch daneben. So, du musst das skippen, wir gehen ja jetzt zu weit in die Ja, wir fangen sonst gleich wieder an. Ich bin ja schon drin. Aber ja, das habe ich auch dreimal, glaube ich, gemacht. Mit Transformers noch und mit Fast and Furious. Was ja. ist das? Und dann hat es einfach geleckt. Nee, 3D-Parking. Oh, shit. Ich kann nur 2D. Let's play Parking Simulator 3D, irgendwas, Garage oder sowas. Warst du gerade irgendwie 22 Minuten? Nee, what are you talking about? Ich muss echt mal leise sein zu Hause. Das ist wirklich. Jetzt geht's wieder los. Ey, dieser Sau. Ich muss mal wieder was auf meinem Tablet aufnehmen. Hast du das noch? Das Tablet hat meine Schwester noch. Das gibt's Was hab ich das Tablet changed? Ich glaube, das wollte ich nicht mehr anfassen, das Tablet. Nee. Mann, ihr habt doch gerade Feier. Auf diesem Tablet. Da kriegst du Instant sehr AIDS. Viel Pornografie drauf. Ja. Yeah. Aber ich will das nicht on camera erzählen, sonst bin ich noch getemptet, das reinzuschneiden. Gehört dir nicht schneiden her. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Ich muss sagen, 3D-Parking muss ich erstmal reinkommen. Bitte auch mit der Folie. Ist viel mehr verkackt. Streichen das sogar, aber ich schade, jetzt ist dieses Hochschieben vom Lenkrad. Ja. Das ist Runde 2. Schade, erst verlängert. Ah, oh, aber ich finde das Lenkrad auch ganz furchtbar. Ja, das ist streichen. Es klingt, als würdest du über Styropor drüber fahren. Ich fahre durch ein Parkhaus. Sorry, ich bin großartig. Nee, das reicht. Es ist ein gutes Spiel, es ist cool gemacht, aber es ist nichts für mich. Es ist nichts für mich. So, dieses alte Menü, das sah doch bei allen auch gleich aus. Wow. Ah, da, Top Gear, siehst du? Alter, what the fuck? Die Limousine. Alter. Wir haben hier einen Fan von Top Gear und ich kann mich nicht so ganz damit... Top Gear, Alter. Nicht nur Parking, auch Racing und wir essen wieder Chips. Dass das lizenziert einfach ist. Top Gear Extreme Parking. BBC auch noch. Okay. Fahre da durch. Okay. Stand da gerade. Okay. Wissen wir, dass das da stand, du Lackaffe. Mann! Was mache ich da im Hintergrund? Ich glaube, du frisst Chips. Ich bin ganz woanders, du. Seriously, uncool, und das Sub-Zero. Das ist auch ein Insider. Wer von euch Top Gear guckt oder mal geguckt hat, ich übrigens 3 Jahre, am Stück, totaler Fan von am Stück? Hast nichts anderes gemacht, außer Top Gear zu gucken. Du bist einfach hostage, Digga. Das ist uncool. Was redest du da? Das ist cool. Ah. Okay. Es ist super cool. Es ist cool, nicht super cool. Aber auch irgendwie, also für ein Handygame aus der Zeit, gar nicht bad, oder? Es geht, ja. Ich denke, man kann schon damit Spaß haben, I guess, aber... Ich war gerade nur von der Crash-Physik beeindruckt, von dem Wohnwagen. Okay, magst du trotzdem skippen, oder hast du gar nicht mehr? Nein, ich kann ein bisschen gecringed über mich selber. 30 Minuten! Ey. Machen wir dann zusammen eine Abmod? Ja. Wir als glückliches Pärchen? Ja. Als äußerst glückliches Pärchen? Was ist das? Gott. Ist das noch das Game? Nee. Und
singt für uns. Das ist ein anderes Game einfach, oder? Die ja. Amerikanische Nationalhymne. Was? Sohan. Leck dich nicht mehr, Sohan an. Kennst du Borat? Nein. Hätte dann, oh, das war so einer aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Aushalten. Ja, das war halt ein Let's Test. Das erste Spiel würde ich gerne mal wieder spielen, ansonsten den Rest nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Wiedersehen. Ich will noch was kurz noch sagen. Das Video scheiße war, es war halt ein Let's Test. Oh ja, stopp. Da müssen wir uns ein bisschen emotional drauf vorbereiten. Ich will noch kurz was sagen. Ja, naja, aber egal, unabhängig davon. Der neue Trailer zu Niklas' Film in Klammern My Demons. Das ist ein Lied, was du mir, glaube ich, mal random geschickt hast. Und, ja, ja, sicherlich, ja. Hier gehört auch nichts mehr. Also du bist mehr. Schuld. Ich kenne das Lied. Ich hab's auch gerade im Kopf. Es war ein gutes Lied. Flash. Es ist nur noch die Nightcore-Version! Ich liebe mein altes Ich! Guck mal, das ist hier Filmszenen. Und das habe ich tatsächlich Let's Play. Der Rest ist alles geklaut oder halt einfach. Das ist auch aus dem echten Let's Play. Das, ne? Das hatten wir gesehen. Ja, ja, ja. Boah, ich hab getroffen, das geht los. Ey, ich hab unironisch für mehrere Jahre Nightcore gehört. Ich. Oh. Ja, aber das ist an sich etwas an sich. Oh. Nee, das ist Alter, die scheiß Stickman-Sachen, ja, das haben wir ewig gespielt. Ich hab grad. Oh, fuck! Ich merk grad, wie viel ich von dieser Gaming-Szene komplett verpasst habe, weil ich konstant gelesen habe. Und zwar immer wieder die gleichen 5 Bücher. So, ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Moment, hier erstmal den Schlussstrich zu ziehen. Dann haben wir mit meinem ersten Trailer angefangen und mit meinem zweiten Trailer aufgehört. Ich habe immer noch über 2,5 Stunden Rohmaterial, die weiterverarbeitet werden müssen. Also es steht noch einiges Wildes vor uns, wo ich auch so ein bisschen Bange habe. Aber Thema für nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil und in einem weiteren grandiosen Niklas-Film-Video. Habt eine gute Zeit. Ciao. Chewie.